Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich war wieder fleißig einkaufen und habe für euch die Sachen hier einmal parat zu stehen, damit ihr auch wieder wisst, was dieses Mal in meinen Einkaufskorb gewandert ist. Ich nehme das gleich mal zum Anlass, auf einige eurer Kommentare zu reagieren. Und zwar wünschen sich einige von euch so Challenge-Einkäufe. Das scheint gerade so ein kleiner Trend zu sein. Aber ich möchte euch einfach darüber informieren, dass das überhaupt nicht zu uns passt. Ich stehe nicht so darauf, von euch gesagt zu bekommen, was ich einkaufen soll, weil es einfach dann zum größten Teil Dinge sind, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und das ist einfach nicht so unser Ding. Ich gebe mein Geld gerne aus. Wenn ich so vor einer Sache stehe, die ich nicht kenne und sie ausprobieren möchte, dann möchte ich das entschieden haben. Auch wenn ich sie dann am Ende vielleicht gar nicht benutze. Aber dieses typische, gehe jetzt zum 5. Regal, nehme das 6. Produkt in der 3. Reihe, ist nicht so meins. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass das auch weiterhin in diesem Rahmen stattfinden wird. Und ich denke, dass das einfach für alle am informativsten ist. Viel Spaß! Irgendwie starte ich momentan jeden Haul mit einer Riesenpackung Pampers und auch diesmal ist ein Mega-Paket Pampers mit in den Einkaufskorb gewandert. Es wird wärmer draußen, Ella trinkt natürlich viel, viel mehr, desto mehr Windeln benutzen wir und das erklärt eigentlich auch, warum ich bei jedem Einkauf irgendwie so eine riesige 20-Euro-Packung dabei habe. Eine Spülbürste. Ich habe dazu einen kleinen Lifehack für euch und zwar benutze ich diese Spülbürsten nicht zum Spülen meines Geschirrs. Nein, 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 nein. Ich benutze diese Spülbürsten nämlich zum Putzen von Toiletten. Mit diesen Bürsten kommt ihr super unter den Rand. Die Bürsten kosten nicht allzu viel und man braucht sie ja auch nicht jedes Mal, wenn man die Toilette sauber macht. Das ist wirklich ein toller, toller, toller Lifehack. Bleiben wir gleich mal beim Toilettenputzen. Ich habe mir wieder mal Chlorix gekauft. Ich glaube, das war bei euch jetzt noch nicht dabei. Das hält ja auch immer recht lange. Das Zeug benutze ich nicht für die Wäsche, sondern ich benutze es zum Kloputzen. Für meinen Mann durfte es ein Deo sein. Er benutzt dieses Deo schon recht lange. Es ist wie mit dem Duschzeug und wie mit dem Haarzeug bei ihm. Also da verändert sich echt nicht so viel und es ist eine sehr, sehr sichere Instanz in unserem Zusammenleben. Was auch diesmal nicht fehlen durfte, ist mein geliebter Augenbrauenstift. Den habe ich schon beim letzten DM-Haul gekauft. Ich zeige ihn euch aber gern nochmal in die Kamera. Irgendwie geht er jetzt immer schneller leer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wie gesagt, der kostet nicht allzu viel und ich liebe den einfach. Der bringt mir echt viel Freude und deswegen kaufe ich den jetzt einfach jedes Mal nach. Und er tut ja nicht weh. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber eigentlich sind wir ganz, ganz große Hip-Freunde, was so Babypflege angeht, Duschzeug für Kinder, Badezusätze etc. Seitdem ich schwanger bin, mag ich den Duft nicht mehr und ich weiß nicht, was da passiert ist. Weil Ellas Badezusatz sich langsam dem Ende neigt, musste ich mich gestern mal so ein bisschen durchschnuppern und habe mich jetzt für Bütchen entschieden. Das ist das Einzige, was so ein bisschen neutraler gerochen hat. Ich bin einfach der Überzeugung, dass auch sie mit 3 Jahren noch Babyzusätze benutzen sollte. Ja, also ich muss jetzt nichts von Duschdass oder so kaufen. Da gibt es ja auch was mit Elsa und was weiß ich. Ich entscheide mich immer noch für die Sachen, die sowohl Bennett als auch sie nutzen könnten. Und ich kenne das jetzt noch nicht, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, ob das so gut ist, wie es riecht. Bitte, 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 bitte sagt mir, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der dieses Problem hat. Und zwar, wenn ich die falsche Zahnpasta benutze, löst sich meine Mundschleimhaut in seine Einzelteile auf. Und aktuell verwende ich etwas, was so ein bisschen mit Peeling-Effekt für die Zähne ist. Soll ja eigentlich sowieso nicht so gut sein. Und ich habe danach permanent das Gefühl, so machen zu müssen, weil einfach meine Mundschleimhäute sich auflösen. Deswegen habe ich jetzt einfach eine ganz normale Odol-Med genommen, die ein paar Cent kostet, keine Ahnung, und hoffe, dass es damit einfach ein bisschen besser wird. Umso weiter fortgeschritten meine Schwangerschaft ist, desto mehr Lust habe ich morgens auf ein frisches Müsli. Da ich aber diese ganzen Crunchy-Müslis aus dem Supermarkt nicht mehr sehen kann, habe ich mich jetzt mal so ein bisschen bei DM umgeschaut. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, dass ich so ein Bärenmüsli gekauft habe.
Und ich habe mich diesmal einfach für das gleiche, nur mit Schoko und dazu noch ein paar Dinkelpuffs entschieden. Ich kenne beide Produkte schon von früher, habe das damals schon immer sehr gemocht. Und auch für den Rest der Schwangerschaft, jetzt habe ich mich dafür entschieden, mir mein Müsli einfach so ein bisschen selbst zusammenzustellen und hoffe, dass ich damit morgens ein bisschen glücklicher bin. Es gibt was Neues von Balea zum Thema Fußpflege. Ich habe eine E-Mail dazu bekommen und ich bin ja so fußaffin. Ich pflege meine Füße eigentlich nicht genug und trotzdem möchte ich, dass sie immer ordentlich aussehen. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Keramikfußpfeile zugelegt, weil die ich jetzt aktuell habe, mich nicht so wirklich überzeugt und ich eigentlich den ganzen Tag nur am Fußfeilen sein müsste. Eigentlich theoretisch, damit das so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, dass das jetzt einfach mal ein bisschen sanfter ist zur Haut und dann eben auch das Ergebnis bringt, was ich mir erhoffe. Es sieht auf jeden Fall rein vom Ergonomischen ein bisschen angenehmer aus als diese Fußfeilen, die es halt für ein paar Cent immer gibt. Ja. Wie ich ja in meinem letzten Haul schon erwähnt habe, stehe ich bezüglich Küchenreiniger so ein bisschen darauf, wenn die Inhaltsstoffe natürlich sind, sodass sie dann eben auch genutzt werden können auf Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Und jetzt habe ich mich doch noch mal ein bisschen belesen und habe mir Tipps geben lassen. Und dann wurde die Marke You mir empfohlen. Das ist ausschließlich mit 100% pflanzlichen Wirkstoffen. Also auch für Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, weil das Froschreinigungsmittel, was ich beim letzten Mal gezeigt habe, doch schon arg nach Alkohol gerochen hat. Und das hat mich irgendwie auch nicht so richtig glücklich gemacht. Und deswegen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wenn ihr wissen wollt, wie das so ist, fragt mich einfach mal. Müllbeutel, Klappe die zweite. Beim letzten Mal habe ich ganz normale Müllbeutel gekauft, heute nochmal so große. Die brauchen wir eigentlich nur im Winter, wenn wir unsere Jacken in den Keller bringen. Dann ziehen wir nämlich, Lifehack, einen Beutel über die Jacke und hängen das dann quasi so auf. Jetzt aber, ich habe sie einfach gerne da. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen und ich habe keine Ahnung, ob wir sie wirklich brauchen, aber ich habe sie einfach gerne da, für den Fall, dass man mal sowas braucht. Eigentlich wollte ich mir eine neue Maske von Schebens kaufen, die so drei Zonen, und also drei verschiedene Kämmerchen hat für drei verschiedene Zonen im Gesicht. Dann lag aber die daneben und die ist hier unten mit so einem Gel. Und hier oben ist ein Pulver und das kann man irgendwie zusammendrücken und dann wird da eine Gelmaske daraus. Und ihr wisst ja, ich habe Probleme mit trockener Haut und immer noch nicht so richtig das richtige Mittelchen gefunden, was ich nur ab und zu mal verwende. Und deswegen probiere ich das jetzt einfach mal. Das hat mich irgendwie angeturnt, dass ich das so zusammendrücken muss. Und dass dann eine Masse daraus entsteht. Ich bleibe gleich mal bei der Gesichtspflege. Das ist mein absoluter Geheimtipp von DM. Ich benutze dieses Zeug schon seit so vielen Jahren. Ich liebe es einfach, wie sich mein Gesicht oder meine Haut nach der Reinigung mit dieser Waschcreme anfühlt. Wie gesagt, ich benutze es wirklich schon ganz, ganz viele Jahre und rein theoretisch, wenn ich jetzt mal nicht vom schwangeren Zustand ausgehe, habe ich auch eine recht reine Haut. Von daher bleibe ich einfach dabei, probiere mich auch gar nicht großartig aus und musste jetzt einfach mal wieder nachkaufen. Ich stehe ja total auf Keks mit Füllung. Jetzt gibt es etwas von Alete. Eigentlich ja für Kinder, aber ich glaube, ich werde es essen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Die Keksschnitte mit Blaubeere ist wahrscheinlich nicht super süß und das ist ja genau das, worauf auch ich in der Schwangerschaft ein bisschen achten sollte. Es fühlt sich so ganz weich an und ich liebe das einfach. Und es war wirklich eine Qual, die gestern einzukaufen und jetzt noch warten zu müssen, damit ich sie euch zeigen kann. Ich werde mir gleich, wenn das Video zu Ende ist, erstmal eine genehmigen und eine lasse ich natürlich für meine Tochter übrig. Micha kriegt nichts. Ich glaube, der mag sowas auch gar nicht. Ich hoffe, sie schmecken so gut, wie sie auf dem Bild aussehen. Ziemlich unspektakulär, aber muss eben auch mal sein, sind Slip-Einlagen. Ich nehme da immer das Günstigste vom Günstigen. Gerade jetzt in der Schwangerschaft umso wichtiger, dass ich die immer da habe. Ich denke, die ein oder andere schwangere Frau unter euch oder Mama unter euch wird wissen, warum. Ich brauche die auf jeden Fall sehr, sehr dringend und habe die jetzt einfach mal nachgekauft, weil meine anderen leer gehen. DM hat jetzt auch eine eigene Teller, Schüssel und Tässchenlinie. Das finde ich echt niedlich. Eigentlich wollte ich die mit dem Waschbären drauf haben, weil Ella ja die Flasche dazu hat, die große. Und
total auf diesen Waschbären abfährt. Den hatten sie allerdings nicht da. Da wir aber solche Teller brauchen, weil Ella ja morgens immer ihr Brot zu Hause isst und abends dann halt zum Abendbrot auch ihren eigenen Teller haben möchte, habe ich jetzt einfach mal den mitgenommen mit einer Schnecke. Das wird sie mir nicht übel nehmen, denke ich. Der kommt jetzt gleich in die Spülmaschine und ich finde den echt toll. Ich mag Melamin und bin mir sicher, dass Ella das auch mögen wird. Normalerweise verwende ich die ganz normalen kleinen Abschminkpads, aber ich habe mich jetzt einfach mal für die großen entschieden. Die sahen irgendwie echt schön weich aus und ich merke einfach beim Abschminken, dass ich manchmal für ein Auge sogar zwei solcher Pads benutzen muss und hoffe, dass ich dann jetzt einfach mit einem hinkomme. Die sehen so schön weich aus. Und ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit zu überlegen, welches Produkt ich euch jetzt in die Kamera halte, das ich wirklich jedes Mal gekauft habe. Und nein, es ist kein Blauspüler. Es ist natürlich mein Apfelmark, ganz klar. Ich denke, der ein oder andere wird tatsächlich drauf gekommen sein. Diesmal mit Mango. Ihr wisst es, ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Was das Nägellackieren angeht, bin ich eigentlich immer ein bisschen nachlässig. Ihr seht, ich habe auch gerade keinen Nagellack dran. Wenn ich aber welchen verwende, dann vermale ich mich auch sehr gern mal. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal so einen Corrector Pan gekauft. Den gibt es von Essence für ein paar Euro. Ist wesentlich einfacher als mit einem Ohrstäbchen und Nagellackentferner bewaffnet, sich da irgendwie die übermalten Sachen wegzumachen. Von daher habe ich mir einfach nochmal so einen Stift gekauft. Sowas verwende ich auch schon seitdem ich jugendlich bin. Jetzt habe ich halt mal wieder sowas. Ich habe mir vor einigen Wochen einen Lippenstift, einen buttrigen Lippenstift von Trended Up gekauft. Da haben auch ganz viele nachgefragt und der ist auch echt schön. Und jetzt habe ich gesehen, dass es auch quasi so einen weniger buttrigen Stift davon gibt, den man rausdrehen kann. So. Die Farbe ist echt schön, die habe ich auch gerade drauf. Gefällt mir echt gut, der Auftrag ist toll. Mal gucken, wie lange das so hält. Aber die Farbe ist auf jeden Fall wunderschön. Noch ein kleines Produkt für meinen Michael. Das benutzt er auch schon recht lange für seine Haare. Und es riecht so gut. Ich muss es mal ganz kurz aufmachen. Oh. Micha kommt ganz oft aus dem Bad und ich sage, oh, was riecht denn so gut? Und dann hält er mir seinen Kopf hin. Also das ist wirklich richtig, richtig lecker. Ich habe euch ja erzählt, dass wir unsere kleine Wickelecke mit so Wickelunterlagen ausstatten werden. Die haben bisher jetzt noch gefehlt. Und da habe ich einfach die Eigenmarke von DM gekauft. Das sind so 10 Stück, glaube ich, die man dann ganz easy wegschmeißen kann, die man auch mit unterwegs in der Tasche haben kann. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Die sind recht saugstark und die habe ich bei Ella auch verwendet und war damit echt zufrieden. Und wir bleiben gleich beim Thema Baby. Ich habe noch Stilleinlagen gekauft. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, dass ich ja selbst, wenn ich nicht stille, das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen, ob ich stille oder nicht stille, aber da passiert ja was mit meiner Brust und von daher habe ich noch ein Still-BH bestellt und mir jetzt noch ein paar Stilleinlagen gekauft, die ich mit in meine Kliniktasche packen kann. Die kenne ich auch schon aus Ellas Zeiten, mit denen war ich sehr zufrieden, die sind sehr weich, also falls ihr noch keine Erfahrung damit habt und gerade überlegt, was ihr jetzt für euer erstes Kind für Stilleinlagen kaufen soll. Da gibt es nämlich auch recht teure Varianten. Die sind wirklich, wirklich gut und die sind ausreichend weich. Wieder mal sehr unspektakulär, einfach Backpapierzuschnitte. Ich kaufe immer diese günstigen, weil das die einzigen sind, die direkt zugeschnitten sind. Die anderen muss man halt abreißen. Und ja, auch dazu kann ich nicht allzu viel sagen. Da steht jetzt, fettet nicht durch. Das habe ich gestern beim Reinwerfen in den Einkaufskorb gesehen. Das stimmt nicht. Die fetten durch. Man muss sein Backblech danach putzen. Fakt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es wird jetzt langsam warm und das bedeutet natürlich auch, dass wir wieder unser allseits bekanntes Problem mit den Fruchtfliegen haben. Es gibt jetzt anscheinend was Neues. Fruchtfliegenmonitor steht direkt neben der Fruchtfliegenfalle, die ich bisher gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Es sieht auch genauso aus. Vielleicht haben sie es einfach nur neu aufgelegt und alt und neu nebeneinander gestellt. Keine Ahnung. Kostet direkt mal 1 Euro mehr. Ich habe keine Ahnung, wie die Wirkweise sein, also ob sie anders ist, ob der Inhaltsstoff anders ist, weil ich jetzt auch keine alte Verpackung habe aus dem letzten Jahr. Aber das hilft immer recht gut, wenn man da wirklich ein arges Problem mit hat. Da gibt es ja auch 1000 Fallen, 1000 Leim-Dinger, die man von der Decke hängen kann oder was weiß ich.
wir fahren nur mit diesen Dingern gut und die sind dann auch irgendwann echt voll mit Fruchtfliegen. Das ist ein bisschen eklig, aber wenn man die Fliegen nicht in seinem Essen haben möchte, dann sollte man sich sowas auf jeden Fall mal zulegen. Es wurde Zeit für neue Putztücher. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe viel geputzt in der letzten Zeit und brauche neue Tücher. Was bei mir auch so richtig lange hält, ist Duftspray im Bad. Ich verwende das einfach total selten. Ich denke, das ist auch einfach immer nur da, damit Gäste sich nicht so unwohl fühlen, wenn sie eben mal... Naja, ihr wisst schon, ich habe mich diesmal für Glade entschieden. Ich habe keine Ahnung, wie es riecht. Das sieht einfach toll aus. Ich werde es gleich irgendwann mal ausprobieren. Wie gesagt, das wird jetzt ewig bei mir im Bad stehen, weil ich sowas einfach nicht verwende. Und der Mann brauchte auch noch eine neue Seife. Und da habe ich mich für die entschieden, für die ich mich immer entscheide, wenn ich für ihn einkaufe. Also einfach ohne großes Brimborium, so fruchtig oder so, mag er ja sowieso nicht und von daher eher soft. Ich habe mir vor einigen Hauls mal ein Dove-Deo gekauft mit Pfirsichduft und ich bin nach wie vor großer Pfirsich-Fan, sowohl beim Essen als auch was den Duft angeht. Aber irgendwie hat es mich jetzt doch nicht vom Hocker gehauen, so duftmäßig. Und irgendwie hat es mich zu sehr eingeengt, wenn ich mir dieses Deo drauf gemacht habe. Ich habe mir jetzt ein neues von Balea geholt, Paradiesblüten. Das riecht auch ein bisschen fruchtiger, aber nicht ganz so aufdringlich wie das andere. Ich kann dazu auch noch nicht so viel sagen, außer dass es ohne Aluminium ist. Es riecht ganz nett, aber ich denke, das wird auch wieder ein One-Night-Stand mit uns beiden. Ja, ich bin bei Deos einfach nicht beständig genug. Ich probiere mich da immer durch die komplette Range irgendwie. Ja, diesmal ist es halt das geworden. Ich bin gespannt und ich habe Gott sei Dank kein Problem mit Körpergerüchen. Von daher ist es bei mir einfach immer nur so ein Duft on top irgendwie. Wir haben noch zwei Sachen. Und zwar habe ich mir ein Haarspray gekauft. Normalerweise benutze ich das von Balea, die Eigenmarke. Aber mir hat jemand gesagt, dass ich mal auf mein Haarspray achten sollte, wenn ich Probleme mit Schuppen habe. Denn auch Haarspray kann die Kopfhaut austrocknen. Und da ich keine Ahnung habe, ob das jetzt austrocknet oder nicht, dachte ich mir, ich wechsle jetzt einfach mal so ein bisschen rum, bis es vielleicht besser wird. Ich habe keine Ahnung. Es hält sich ja auch mal relativ lange. Das heißt, meine Kopfhaut wird jetzt ein bisschen Zeit haben, um sich dran zu gewöhnen. Vielleicht wird es besser. Ich habe die Erfahrungen. Könnt ihr mir dazu irgendwas sagen? Stimmt das? Oder kennt ihr eins, wenn ihr Schuppen habt, was eure Kopfhaut ein bisschen weniger belastet oder? Ich bin wirklich gespannt, ob mir das helfen wird oder ob das gut sein wird oder wie auch immer. Ich lasse es euch wissen. Lange nicht mehr nachgekauft, weil lange nicht mehr krank gewesen. Tempotaschentücher. Ja, langsam geht unsere Packung auf der Couch zu Ende und leer und deswegen habe ich mir jetzt eine von Tempo gekauft. Ich habe übrigens festgestellt, dass Tempo nicht teurer ist als die Eigenmarke und deswegen habe ich jetzt mal die genommen, weil die einfach ein bisschen dicker sind. Ich finde das Design eigentlich ganz niedlich. Das letzte Produkt meines Einkaufs. So, Mädels und Jungs, das ist es schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Einkauf. Für den nächsten Haul habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht und ihr werdet überrascht sein, was ich da mir ausgedacht habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren mal da, ob ihr das ein oder andere Produkt davon kennt oder ob ich euch inspirieren konnte oder euch einen Tipp geben konnte mit meinem super Lifehack mit der Spülbürste. Ich freue mich mal wieder über alles, über einen Daumen nach oben, ein Abo und das Glöckchen nicht vergessen. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gern auf Instagram besuchen, um immer dabei zu bleiben. Es sind jetzt tatsächlich nicht mehr allzu viele Wochen, bis der kleine Bennett da ist und ich denke, dass Instagram die erste Möglichkeit sein wird, bei der ihr erfahrt, ob der Kleine da ist oder nicht. Besucht mich dort auf jeden Fall mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!